Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, sosesc sanctitatea sa Papa Francisc și excelența sa Domnul Klaus Werner Johannes, Jesus Christus, hier ist Vatican News mit einer Live-Übertragung für Vatican Media. Ich bin Pfarrer Werner Demmel und heiße Sie herzlich willkommen zur Übertragung der Begegnung des Heiligen Vaters mit den Obrigkeiten und Vertretern des öffentlichen Lebens in Rumänien. Der Heilige Vater befindet sich auf seiner 30. apostolischen Reise in Rumänien und wird gerade im Präsidentenpalast begrüßt. Es beginnt der Präsident Rumäniens, seine Exzellenz Klaus Werner Johannes, mit seiner Begrüßungsrede an den Heiligen Vater. Eure Heiligkeit, eure Glückseligkeit, eure Eminenz und Exzellenz, meine Damen und Herren. Es ist mir als Präsident Rumäniens und im Namen aller Rumänen eine große Freude, Sie in Bukarest im Cotroceni-Palast empfangen und Ihnen ein herzliches Willkommen in Rumänien zu wünschen. Sie werden sich für einige Tage im Land des Apostels Andreas, dem Patron Rumäniens, aufhalten. Und ich bin überzeugt, Heiliger Vater, dass Sie in Bukarest, Iași, Sumuleiu, Ciuc und Blaj mit großer Wärme empfangen werden. Sie werden das Land kennenlernen, das Papst Johannes Paul II. So schön den Garten der Mutter Gottes genannt hat. Unsererseits sind wir dankbar, den Bischof von Rom zu begrüßen, der Stadt, in der wir unsere Wurzeln der Sprache und des Glaubens haben. Der Besuch eurer Heiligkeit findet in einer Woche statt, die für katholische Gläubige zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegt und für die orthodoxen Gläubigen vor dem Gedenken an die Himmelfahrt des Herrn. Am Ende seines Besuchs in Rumänien hinterließ uns Papst Johannes Paul II. Am 9. Mai 1999 eine starke Botschaft des Vertrauens in die Zukunft unseres Landes, in seine europäische Bestimmung, in die Rolle unserer Zivilisation als Brücke zwischen Ost und West. Heute kann ich Ihnen sagen, dass die Botschaft, die wir erhalten haben, Früchte getragen hat und Rumänien sein Schicksal in der Familie eines vereinten Europas wiederentdeckt hat. Vor weniger als einer Woche wurde dieses europäische Schicksal von Rumänien im In- und Ausland nachdrücklich bekräftigt. Die päpstliche Diplomatie ist nach wie vor ein friedensstiftender und ausgleichender Faktor bei der Behandlung der Themen der globalen Agenda. Angesichts der aktuellen Herausforderungen sehen die Bürger Rumäniens den Besuch ihrer Heiligkeit als eine neue Ermutigung, dem Gemeinwohl zu dienen, um zu einer gerechten Gesellschaft und einer Welt der Liebe unter den Menschen beizutragen. In diesem Zeitraum erfüllt Rumänien das erste Mandat unseres Landes in der Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union. Wie Sie mehrfach betont haben, müssen wir uns um unser gemeinsames Haus Europa kümmern. Ich hatte das Privileg, am 9. Mai, dem Europatag, in Sibiu führende europäische Politiker für einen wichtigen Moment der Reflexion über die Zukunft Europas zu empfangen. Mit gewisser Genugtuung nehme ich wahr, dass die europäischen Nationen und die europäischen Staats- und Regierungschefs
durch die auf dem Gipfel von Sibiu angenommene politische Erklärung ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit für ein geeintes Europa in Frieden und Demokratie, ein einheitliches Europa, das sich an seinen Werten und Freiheiten orientiert, deutlich bekräftigt haben. Eure Heiligkeit, die Bürger Rumäniens haben direkt die tragische Erfahrung des Totalitarismus, den Mangel an Freiheit, die erzwungene Entbehrung christlicher Werte erlebt. Der Besuch Eurer Heiligkeit findet ein Jahr nach der Feier der Großen Union statt und 30 Jahre, nachdem wir uns durch Opfer in der Ausübung der Grundrechte einschließlich der Meinungs- und Gewissensfreiheit befanden. Heute verherrlichen die Rumänen den Allerhöchsten ohne Angst und ohne Hindernisse auf Rumänisch oder in den Sprachen aller nationalen Minderheiten. Die Seligsprechung der gemarterten Bischöfe der mit Rom vereinigten rumänischen Kirche, der griechisch-katholischen Kirche, wie sie auch genannt ist, ist auch eine große Ehrung aller, die sich während der kommunistischen Zeit für Freiheit und Glauben geopfert haben. Der Besuch Eurer Heiligkeit hat auch große Bedeutung für die Beziehungen Rumäniens zum Heiligen Stuhl. Im Hinblick auf den Jahrestag des 100-jährigen Bestehens der biliberalen diplomatischen Beziehungen, der 2020 begangen wird. Die politisch-diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und dem Heiligen Stuhl sind sehr gut und basieren auf einem ständigen Austausch. Am 25. Jahrestag der Wiederaufnahme der bilateralen diplomatischen Beziehungen trafen wir uns am 15. Mai 2015, Heiliger Vater, und hatten die Ehre, Sie zu einem Besuch in unserem Land einzuladen. Eure Heiligkeit, in einer Welt, die von komplexen Phänomenen geprägt ist, braucht Europa heute vielleicht mehr denn je Modelle des friedlichen Zusammenlebens, Modelle des Dialogs zwischen Mehrheiten und Minderheiten, des Dialogs zwischen den Kulturen, die Bezugspunkte für die Befestigung von Toleranz und gegenseitigem Respekt bieten. Rumänien ist ein Beispiel für eine gute Praxis, denn es hat die Rechte von Personen, die zu den 20 historischen nationalen Minderheiten seines Territoriums gehören, sichergestellt und gewährleistet. Im Zeichen von Großzügigkeit, sozialer Solidarität und Verständnis zwischen den Zivilisationen ist die Mission, die Sie in der Welt wahrnehmen, in unserem Land bekannt und geschätzt. In den katholischen Kirchen des lateinischen und östlichen Ritus, in den orthodoxen Kirchen, in denen anderer christlicher Bekenntnisse sowie in den Gebetsstätten anderer in Rumänien gesetzlich anerkannter Kulte, gibt es Werte, die die Quelle der Nächstenliebe sind, an die Eure Heiligkeit immer wieder appelliert. Die Weitergabe dieses Geschenkes ist die Grundlage für gute Beziehungen zwischen den verschiedenen Bekenntnissen und Glaubensrichtungen in unserem Land. In Rumänien, einem Land mit einer orthodoxen Mehrheitsbevölkerung, hat das Engagement des Staates zur Gewährleistung der Religionsfreiheit zu einem interreligiösen Dialog geführt, der von tiefem gegenseitigem Respekt geprägt ist. Dieses Klima spiegelt auch die Gastfreundschaft wider, die die katholische Kirche unserer Diaspora in Europa entgegenbringt, wofür ich Ihnen herzlich danken möchte. Heiliger Vater, die Botschaften Eurer Heiligkeit fordern Empathie und Handeln angesichts von Armut,
Gewalt, Migration, Schwächung der menschlichen Gemeinschaft, Umweltangriffen und Konsumismus. In der rumänischen Gesellschaft klingen die Appelle eurer Heiligkeit nach Solidarität und Verantwortung wider. Mit Zuversicht gehen wir zusammen mit eurer Heiligkeit auf diese Brücke, um eine Welt des Friedens und der menschlichen Verwirklichung aufzubauen, einen Garten der Gottesmutter für alle, den wir nur erreichen, wenn wir zusammengehen, Seite an Seite. Soweit die Ansprache des Staatspräsidenten vor dem Heiligen Vater und den versammelten Vertretern der Gesellschaft Rumäniens. Der Heilige Vater tritt an das Mikrofon, um seine Ansprache zu beginnen. Herr Präsident, Frau Premierministerin, Eure Seligkeit, geschätzte Mitglieder des diplomatischen Korps, werte Repräsentanten des öffentlichen Lebens, sehr verehrte Vertreter der verschiedenen Religionsbekenntnisse und der Zivilgesellschaft, liebe Brüder und Schwestern, mein herzlicher Gruß und mein Dank gilt dem Herrn Präsidenten und der Frau Ministerpräsidentin für die Einladung, Rumänien zu besuchen, und für die freundlichen Worte des Willkommens, die auch im Namen der anderen Repräsentanten des Landes sowie im Namen Ihres geschätzten Volkes an mich gerichtet wurden. Ich grüße die Mitglieder des diplomatischen Korps und die Vertreter der Zivilgesellschaft, die hier versammelt sind. Meinen ehrerbietigen Gruß richte ich an seine Seligkeit Patriarch Daniel und schließe darin die Metropoliten und Bischöfe des Heiligen Synods und alle Gläubigen der rumänisch-orthodoxen Kirche mit ein. Sehr herzlich grüße ich die Bischöfe, die Priester, die Ordensleute und alle Glieder der katholischen Kirche, zu denen ich komme, um sie im Glauben zu stärken und um sie auf ihrem Weg eines christlichen Lebenszeugnisses zu ermutigen. Bin sehr froh, in Ihrem schönen Land zu sein. Terra Frumuosa. 20 Jahre nach dem Besuch des heiligen Johannes Paul II. Und zu einem Zeitpunkt, wo Rumänien in diesem Halbjahr erstmals seit seinem EU-Beitritt den Vorsitz im Rat der Europäischen Union führt. Es ist dies ein guter Moment für einen Rückblick auf die letzten 30 Jahre, seit Rumänien sich von einem Regime befreit hat, das nicht nur die bürgerliche und religiöse Freiheit unterdrückte und das Land gegenüber den anderen europäischen Ländern isolierte, sondern auch in eine wirtschaftliche Stagnation führte und seine kreativen Kräfte versiegen ließ. Während der letzten Jahre hat Rumänien sich dem Aufbau einer Demokratie gewidmet, die auf dem Pluralismus der politischen, gesellschaftlichen Kräfte und ihrem wechselseitigen Dialog beruht. Sein Einsatz galt ebenso der grundlegenden Anerkennung der Religionsfreiheit und der vollen Eingliederung des Landes auf internationaler Ebene in größerem Umfang. Es ist wichtig, die vielen Schritte nach vorne anzuerkennen, die auf diesem Weg auch unter großen Schwierigkeiten und Entbehrungen gemacht wurden. Der Wille, in den verschiedenen Bereichen des zivilen, sozialen und wissenschaftlichen Lebens voranzuschreiten, hat viele Energien und planerische Fähigkeiten in Gang gebracht, zahlreiche kreative Kräfte, die einst gefangen waren, freigesetzt, den vielfältigen Initiativen neuen Schwung verliehen und so das Land
ins 21. Jahrhundert hinübergesetzt. Ich ermutige Sie, in Ihrer Arbeit zur Konsolidierung der Strukturen und der notwendigen Einrichtungen fortzufahren. Und zwar nicht nur, um den gerechtfertigten Erwartungen der Bürger zu entsprechen, sondern auch, um Ihr Volk anzuspornen und in die Lage zu versetzen, sein ganzes Potenzial und Talent, zu dem es, wie wir wissen, fähig ist, zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig muss man aber anerkennen, dass die Veränderungen, die durch die Öffnung auf eine neue Ära hin notwendig wurden, zusammen mit vielen positiven Errungenschaften die Entstehung unvermeidlicher Hürden mit sich gebracht haben, die überwunden werden müssen. Zudem zeigen sich Folgen, die nicht immer einfach zu handhaben sind, im Hinblick auf die soziale Stabilität und die Verwaltung des Landes selbst. Ich denke hier in erster Linie an das Phänomen der Emigration, von dem einige Millionen von Menschen betroffen sind, die Haus und Vaterland verlassen haben, um neue Möglichkeiten der Arbeit und eines Lebens in Würde zu sehen. Ich denke an die Entvölkerung vieler Dörfer, die in wenigen Jahren den Wegzug eines beträchtlichen Teils ihrer Einwohner erfahren haben. Ich denke an die Auswirkungen, die dies alles auf die Lebensqualität in diesen Gebieten haben kann, und an die Schwächung ihrer sehr reichen kulturellen und geistigen Wurzeln, die ihnen in den Widrigkeiten Halt gegeben haben. Hochachtung bezeige ich den vielen Söhnen und Töchtern Rumäniens für ihre Opfer. Mit ihrer Kultur, ihrem Erbe an Werten und ihrer Arbeit bereichern sie die Länder, in die sie ausgewandert sind. Und mit der Frucht ihrer Anstrengungen unterstützen ihre in der Heimat zurückgebliebenen Familien. Pensare ai fratelli e alle sorelle che sono all'estero è un atto di patriotismo. An die vielen Brüder und Schwestern zu denken, die im Ausland leben, ist auch ein Stück von Patriotismus und von Gerechtigkeit. Um die Probleme dieser neuen geschichtlichen Phase anzugehen, um wirksame Lösungen auszumachen und die Kraft zu finden, sie umzusetzen, muss die positive Zusammenarbeit der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Kräfte vermehrt werden. Es ist notwendig, dass alle gemeinsam vorangehen und sich mit Überzeugung zum Ziel setzen, nicht auf die vornehmste Berufung zu verzichten, nach der ein Staat streben muss, sich um das Gemeinwohl seines Volkes zu kümmern. Gemeinsam vorangehen als Weg, die Geschichte zu bilden, erfordert den Edelmut, zugunsten eines weitergefassten Planes auf etwas von der eigenen Vorstellung oder den eigenen spezifischen Interessen zu verzichten, sodass eine Eintracht entsteht, die es erlaubt, sicher auf gemeinsame Ziele hin voranzuschreiten. Auf diese Weise kann eine inklusive Gesellschaft aufgebaut werden, in deren jeder seine Begabungen und Kompetenzen durch gute Ausbildung und in schöpferischer, mitverantwortlicher und solidarischer Arbeit einbringt und so Mitgestalter am Gemeinwohl wird. Eine Gesellschaft, wo die Schwächsten, Ärmsten und Geringsten nicht als unerwünscht gelten, gleich Hindernissen, die dem Funktionieren der Maschine im Weg stehen, sondern als Bürger und Brüder und Schwestern gesehen werden, die vollberechtigt in das zivile Leben einzugliedern sind, ja im Gegenteil sogar, wo sie für die beste Überprüfung der tatsächlichen Güte des Gesellschaftsmodells, das man gerade aufbaut, gehalten werden. Je mehr sich eine Gesellschaft das Los der am meisten Benachteiligten zu Herzen nimmt, desto mehr kann sie wirklich zivilisiert genannt werden. All das muss eine Seele und ein Herz haben.
sowie eine klare Marschrichtung, die nicht von äußerlichen Überlegungen oder von der Überhand nehmenden Macht der Zentren der Hochfinanz auferlegt werden darf, sondern vom Bewusstsein vorgegeben sein muss, dass die menschliche Person und ihre unveräußerlichten Rechte im Zentrum stehen. Für eine harmonische, nachhaltige Entwicklung, für eine konkrete Umsetzung der Solidarität und Nächstenliebe, für eine Sensibilisierung der sozialen, zivilen, politischen Kräfte gegenüber dem Gemeinwohl, genügt es nicht, die Wirtschaftstheorien zu aktualisieren, noch reichen die sicher notwendigen professionellen Verfahren und Fertigkeiten aus. Es geht nämlich darum, zusammen mit den materiellen Bedingungen die Seele ihres Volkes zu fördern. Capire la realtà, di vivere la realtà, tornare sempre all'anima del proprio popolo e questo fa andare avanti il popolo. In questo senso, in diesem Sinne können die christlichen Kirchen mithelfen, das pulsierende Herz wiederzufinden und zu stärken. Denn von diesem muss ein politisches und soziales Handeln herkommen, das von der Würde der Person ausgeht und dazu führt, sich aufrichtig und hoherzig für das Gemeinwohl der Gemeinschaft einzusetzen. Gleichzeitig bemühen sich die Kirchen, ein glaubwürdiger Widerschein und ein anziehendes Zeugnis des Handelns Gottes zu sein, indem sie untereinander echte Freundschaft und Zusammenarbeit fördern. Die katholische Kirche möchte sich auf diese Spur begeben. Sie möchte ihren Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft bringen. Es ist ihr Wunsch, Zeichen der Eintracht, der Hoffnung auf Einheit zu sein und sich in den Dienst der menschlichen Würde und des Gemeinwohls zu stellen. Sie hat vor, mit den Behörden, mit den anderen Kirchen und mit allen Männern und Frauen guten Willens zusammenzuarbeiten, um gemeinsam voranzugehen und die eigenen Talente in den Dienst der gesamten Gemeinschaft zu stellen. Die katholische Kirche ist nicht unbeteiligt am Geist des Landes, sondern nimmt voll daran teil. Dies zeigen ihre Gläubigen durch ihre Teilnahme an der Mitgestaltung der Zukunft der Nation, an der Schaffung und Entwicklung von ganzheitlichen Bildungseinrichtungen und von Formen der Betreuung, die einem modernen Staat eigen sind. Daher möchte ich Sie Ihren Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft und des zivilen wie geistigen Lebens in Ihrem schönen Land Rumänien leisten. Herr Präsident, ich wünsche Rumänien Wohlstand und Frieden und erbitte Ihnen, Ihrer Familie, allen hier Anwesenden, wie auch der ganzen Bevölkerung des Landes, Gottes reichen Segen. L'abbondanza delle benedizioni divine e la protezione della Santa Madre di Dio. Dio benedica la Romania. Gott segne Rumänien. Jesus Christus. Das war eine Übertragung der Begrüßungszeremoniels am ersten Tag der 30. Apostolischen Reise des Heiligen Vaters in Rumänien. Mein Name ist Werner Demmel. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Thank you.